Ich steig mal ganz entspannt von meinem Bären ab, nehm das Kind. Ich möchte mal schauen, ob das Kind überlebt. Dafür gibt's ja hier heilkunde Wunden, oder nicht? Ja, klar. Ein Mysterium, das kann niemand erklären. Ich hab mir fehlen 7 Punkte. Ja, ich seh's. Ja, du weißt das nicht. Also, der Junge wird sicherlich nicht so konstituiert sein wie du. Du bist sowieso kein Mensch mehr, dementsprechend weißt du nicht, wie diesem kleinen Kind geht. Thulamiden sind normalerweise stark, aber gut, novadische Pferde sind sowieso von Dämonen besessen, allesamt. Ah, Dämonenpferde. Ist ein würdiges Ende, Junge. Gegen Dämonenpferde. Ein würdiges Ende. Ja, ich pack das Kind erstmal hinten auf den Bären. Schau den nächsten Thulamiden-Jungen an, den ich sehe. Du! Herkomm! Ja? Ich brauche 3 Dringe. Den Raya-Tempel, den Kor-Tempel. Und ein Heilari oder sowas. Irgendwas, was den Jungen da wieder verarztet. Vereine? Ja, warum nicht? Ja, du komm mit. Und ja, pass auf, dass du nicht überritten wirst. Das passiert hier ständig, hab ich gehört. Ja, gerade sind die Spiele. Alle bereiten sich auf die Murak-Akira-Arena vor. Oh, schön. Und im Gegensatz zu dem anderen hat er wohl weniger Angst vor Mira, sondern... Hast du Zügel? Ja, ne, du hast Zügel. Natürlich, ja. Muss den Bären irgendwie kontrollieren. Ja, er greift so ein bisschen natürlich. Du weißt nicht genau, vielleicht steht er unter Drogen. Seine Augen sind ein bisschen komisch. Er greift einfach, als wäre es ein Pferd, an die Zügel von Mira und würde dann so ein bisschen nach links ziehen. So einen kleinen Berg, so einen kleinen Hügel hinauf. Ja, und geht dann mit euch durch die Stadt. Ja, kannst du erstmal folgen. Junge, fass nicht meinen Bären an. Ja. Du bist ein braves Mädchen, hast ihm nicht den Kopf abgebissen. Das haben wir viel geübt, musst du wissen. Erst hat Mira immer den Leuten den Kopf abgebissen. Ja, ist ein ganz braver Bär. Braver Bär. Jetzt auf doch mal. Währenddessen kann Abel mir eine Zechenprobe würfeln, während du über die Brücke gehst und dieses Aroma, dieser Gestank, das, was auch immer dir entgegenschlägt von diesem einen, es ist ein hoher Turm, sieht fast aus wie ein Penis, wo dann diese Gerüche rauswabern, könnte ein Tempel der Belkelel sein, würdest du meinen? Ich habe mir ja vorher umgeschaut nach meinen Gefährten. Ja. Und wartet, wir müssen auf sie warten. Was? Nein, du komm mit. Gleich geschafft. Jol Ifritim da oben. Du Raya-Tempel, Raja Ushtama, hier, gleich um die Ecke. Komm mit. Du riechst schon. Wir warten auf meine Freunde. Du wirst ein bisschen schwindelig. Und die Brücke verschwimmt so ein bisschen vor dir und muss dich festhalten. Bleibst du dann auf der Brücke stehen, kannst unter dir noch das Rauschen des Gadangs spüren, hören. Die Geräusche aus Fasar werden wohl lauter und dumpfer. Du siehst ein paar Farben, die vor deinen Augen entstehen. Was habt ihr mit mir getan? Das Raja-Tempel, Raja Ushtama, große Orgie. Sie beten. Was habt ihr mit mir getan? Redet jetzt oder sterbt? Er fängt an zu lachen. Es hört sich an wie das fast an, so wie so ein Ziegengemecker. Er lacht er wirklich? Er lacht, ja. Also du guckst ihn dir an und plötzlich wird das so ein bisschen grünlich und dann kannst du Farben riechen und du siehst Schmetterlinge und Skorpione, die auf deiner Haut sitzen. Derweil, ja, vor einem der vielen Händler, Iserun hat sich mittlerweile von den Gänse- und Geierfedern Händler dem verabschiedet. Boltax hat sich wohl auch mit einem Dicken, dem Händler, ist einfach zu doof geworden, ist dann weiter zum nächsten Reisenden gegangen, der da wohl irgendwie gerade ein paar Packmoodies ablädt. Irgendein Händler, der dann gerade aus den Bergen gekommen ist, hat noch dick Staub im Gesicht, in den Haaren, lädt da wohl so ein paar Hühnerkästen ab und will sich wohl eher mit dem unterhalten, weil Boltax einfach nichts sagt. Seht ihr ja alle an. War höflich, ihn aussprechen zu lassen. Er hat wirklich viel geredet, das mag sein. Wir haben bestimmt ein Stundenglas hier gewartet, aber es hat sich gelohnt.
Es ist ja beeindruckend, wie lange er es versucht hat. Ja, seht mal, da kommt Isarun wieder. Isarun. Das ist Zeit, dass ich euch aufgehalten habe. Ich muss da ein paar kleine Souvenirs noch erstehen. Ich verstehe das. Nun, auf die eine oder andere Weise. Wir müssen wohl weiter. Wir können uns hier nicht länger aufhalten lassen. Ja, das stimmt wohl. Wo ist denn überhaupt Abelmir? Er ist in diese Richtung. Ich zeige in die Richtung der linken Brücke, also von uns aus gesehen, der rechten Brücke. Ich dachte, er wäre da lang. Ich zeige auf die andere Brücke. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich dachte, ich hätte ihn da lang gehen sehen, aber vielleicht hat er sich umgedreht. Nun, der Mann vorhin hat uns jedenfalls die Brücke gewiesen, die uns näher zugewandt war. Welche ist das? Ich sehe sie von hier aus nicht mehr. Nun, wir sind von dort drüben, von den Bergen gekommen. Und, die mit dem großen, ich weiß nicht, Turmkastell? Nun, aber in welche Richtung ist Abelmir denn jetzt gelaufen? Eine in die andere. Hier tragen so viele Leute so schwarze Kleidung. Das ist schwierig. Also gehen wir in diese da? Ich zeige einfach random in irgendeine Richtung. Ich habe vollkommen den Überblick verloren. Und wenn wir an der Brücke sind, fragen wir jemanden, ob er durchgekommen ist. Und wenn ihn niemand gesehen hat, drehen wir um. Das ist eine gute Idee. Wir fragen doch einfach nur, ob es die richtige Brücke ist. Er wird ja schon über die richtige gegangen sein. Er hat ja einen Führer. Ihr kennt Abelmir. Und seinen Umgang mit, sagen wir, fremden Kulturen. Auch. Ja je, er könnte sonst wo schon sein. Fürchte auch. Vielleicht sollten wir Steckbriefe aufhängen. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Gehen wir einfach und sehen, wo wir hinkommen. Ja, ihr könnt die Kistchen und Kästen an euren Pferden befestigen und dann mit den Pferden am Zügel in Richtung der westlichen Brücke mit dem großen Kastell, mit dem Vorbau gehen. Zu eurer Rechten dann die Weidegründe der irgendwelche Ferkinas werden wohl sein. Vielleicht sind das die, von denen Zudamin gewarnt hatte oder ganz generell geschrieben, sollen wohl Freunde sein. Schauen euch trotzdem verbittert an und haben mit diesen Handwerkern und Metallhandwerkern wohl wenig zu tun oder mit den Töpferern, mit den Teppichknüpfern. Und wenn ihr auf die Brücke zugeht, könnt ihr wohl erkennen, wie Abelmir darauf steht und mit den Händen in die Luft greift, irgendwelche Dinge formt. Zaubert er gerade? Ihr wisst es nicht genau. Und während ihr dann schaut zum Gardang runter, irgendjemand dann leichtert sich da wohl und 3 Meter weiter wäscht da wohl jemand gerade sein Kind. Also es ist ekelhaft. Der Gardang ist einfach nur blutig rot, schlammig. Ja, hoffen wir, dass es Schlamm ist. Pfui, wie es hier stinkt. Isarun nimmt sich ein Tuch und bindet es sich vor das Gesicht. Also über Mund und Nase. Da ist Abelmir. Was tut er denn da? Klettern. Das sieht aus, als wollte er. Nein, er zaubert. Mitten auf der Brücke sind wohl auch irgendwelche Zelte und auch Häuser aufgebaut. Ihr könnt da wohl sehen, wie irgendwelche Pistazien verkauft werden. Wenn ihr vorbeigeht, könnt ihr noch sehen, wie jemand euch getrocknete Feigen anbietet. Irgendjemand hat da wohl noch eine weitere Werkstatt aufgebaut und wird da gerade irgendwie Sachen antuschen. Hörner, die da wohl von irgendwelchen Ferkinas gerade geschliffen werden. Ihr könnt dann irgendwelche Horndolche kaufen und dann steht ihr vor Abelmir. Ihr merkt jetzt auch diesen süßlichen Geruch, ist es zumindest einer dieser großen Türme, der von da aus einem der riesigen Fenster heraus wabert. Und ja, mittlerweile könnt ihr vielleicht ein bisschen verstehen, warum Abelmirs Augen so groß geworden sind. Ja, ich würde ihm gerne mal von hinten mit meinem Stab an die Schulter toppen, dass er auf uns aufmerksam wird. Was? Ivritira! Erkenne ich sie? Keine Ahnung. Ja, klar. Keine Ahnung, könnte sein, könnte auch die Dämonen erkennen oder Fabelwesen, wie auch immer, keine Ahnung. Aber mir. Boltax, warum ist dein Gesicht so blau? Blau? Mir riecht so seltsam. Ist mein Gesicht blau, dieser Hund? Nein. Nein, das ist nicht blau. Warum? Habt ihr wieder was geraucht? Natürlich habe ich nichts geraucht, dieser verdammte. Wollt ihr etwas rauchen? Nein! Ich glaube, wir haben da hinten einen Händler gesehen. Ja. Wir sollten schnell zum Tempel. Ach, die Luft, die ist doch schon dampfig genug hier.
Fürchterlich. Und Isaro wo ist denn? Sich das Tuch dichter ums Gesicht. Wo ist denn der Tempel? Sind wir überhaupt in der richtigen Brücke? Was er vorhin gesagt hatte, ja. Und wenn Abel mir hier drüber gegangen ist oder gehen wollte, dann wird es wohl die richtige Brücke sein. Nun dann, wie war die Wegbeschreibung danach? Er hat uns keine gegeben, soweit ich weiß. Er wollte uns führen. Ich meinte in dem Brief. Links? Ja, das wird schon, das wird schon. Ja, wenn ihr über die Brücke geht, kann Boltax definitiv erkennen, wie hier Spuren von Drachenfeuer im Basalt eingegraben sind. Das Fundament ist natürlich schon stark porös, aber es ist Drachenfeuer. Und du kannst doch noch die ein oder andere abgeschliffene Rune von Pyr erkennen und anderen Echsengötzen, die hier wohl leicht verwittert, verwest sind, aber ja, irgendjemand hat hier wohl vor langer Zeit den goldenen Drachen angebetet. Ja, wenn ich eine Rune von Pyr sehe, mache ich sie gleich kaputt. Ja, kannst du dann mit deinem Dolch über die Stadt kratzen, über die Gassen. So, jetzt ist es weg. Ja. Das bringt nur Unheil. Drachenfeuer, ich hab's ja gewusst. Ich weiß nicht, ob die Leute das so mögen, wenn ihr ihre Brücke verunstaltet. Ach, bin ein Zwerg, ich mache es besser. So, ja. Jetzt sollten wir aber mal Abel mir hier wegbringen, also das ist ja nicht mehr feierlich. Und, seht ihr hier, ja, dann tippt irgendwie auf ein zerknittertes Papier, das er gerade aus seiner Tasche gekramt hat. Rechts, es heißt nach der Zulaminbrücke rechts. Ja, und wir müssen auf einen Turm zu, der fallisch aussieht. Was ist fallisch? Naja, wie ein Gemächt. Ja, warum schreibt sie das nicht? Das weiß ich nicht. Nun, also rechts und... Wir sehen ja bald. Hier ist ein Turm. Also ich kann euch nehmen an, man sieht, wenn man dann irgendwie über die Brücke... Sind wir über die Brücke, wenn wir irgendwie hier über die Brücke sind? Ja. Aus den rechts orientieren, werden wir wohl den riesigen großen rosa Turm vor uns sehen. Ja. Ihr seid euch nicht ganz sicher, wie man da hinkommt. Die Gassen sind hier eng und hoch und mehrstöckig. Und es gibt auch wenig Fenster, wie euch auffällt. Vor allem diejenigen, also im Erdgeschoss gibt es nie Fenster, die dann im ersten Stock sind und im zweiten sind auf alle Fälle vergittert. Ob das dann alles Metall ist, seid ihr euch nicht ganz sicher. Ihr müsst einen kleinen Umweg nehmen. Würfelt mal auf Gassenwissenprobe. Einer zumindest von euch. Ist mir egal, wer das tut. Okay. Komm, schlechter werden kann's nicht. Ich mach's. Okay, sorry. Aber wie war zuerst? Wie viele Punkte fehlen dir bei deiner Zechenprobe? Zechen, 5 Punkte. 5 Punkte? Ja, Abelmir hat sich vielleicht so ein bisschen, ihr seid euch nicht ganz sicher, ob er immer noch ein bisschen verwirrt ist. Seine Augen, die Pupillen sind unglaublich groß. Er nimmt euch an die Hand links und rechts und führt euch dann durch ein Gebäude hindurch. Ihr geht dann wohl gerade durch sowas wie ein Schlafzimmer. Die Türen stehen einfach offen. Trittet dann über verschiedene Teppiche, geht dann durch eine Küche, da sitzt gerade eine Familie, die euch einfach nur zunickt, als ob es das Normalste der Welt wäre, dass ihr geht in den nächsten Raum, steht dann wohl bei einer anderen Familie gerade drin, die einfach nur den Kopf schütteln, geht dann durch die nächste Tür und nachdem ihr durch 3-4 Häuser gegangen seid, steht ihr auf einem kleinen Platz und könnt vor euch, ja, das muss wohl der Tempel von Ratsche Ushtama sein, der hier eins der ältesten Gebäude der Stadt sein muss, zumindest vom Baustil her. Ein runder Stufenbau, es gibt Verzierungen und eine schiere Unzahl von kopulierenden Göttern, Menschen, Tieren. Ihr seid euch nicht ganz sicher, ist das Praios, der da gerade mit einem Greifvogel, ihr wollt es gar nicht wissen, verschiedenste Variationen und Kombinationen und der zentrale Turm sieht tatsächlich aus wie ein großer, riesiger Penis. Ich denke, wir sind richtig. Entweder das, oder wir haben eins von Abelmirs Kurtisanenhäusern gefunden und sind in dem Fall wohl richtig. Was? Kurtisanen? Nein, danke, jetzt nicht. Abelmir, eine kleine Pfeife vielleicht? Nein, es haben wir schon schwindig genug. Na gut, selbst schuld, bleibt mehr Kraut für mich. Das ist ein beeindruckendes Gebäude. Nun, das ist ein wenig überwältigend. Treten wir ein, dann müssen wir es nicht so lange betrachten. Ja. Wartet, das da vorne ist ganz interessant. Das sind sehr viele Götter.
Ich zähle 1, 2, 3, 4, 17. Währenddessen auf Yoltopas, dem Sonnenhang. Der zweite Führer, der zweite Junge, hat wohl Rafim gemeinsam mit seinem schwerverletzten Jungen in Richtung eine, ja, du kannst den Praios-Tempel erkennen. Oben hörst du immer noch den Ausrufer und Betstätten von, das ist Travia, das ist Pereine, da erkennst du Ingrim. Aber er hat euch tatsächlich in Richtung des Heilungstempels. Ja, ist das hier noch Heilung? Zumindest stehst du jetzt vor einem großen Tempel und es sieht so aus wie Pereine. Ja, dann steige ich mal von meinem Bären runter, den Jungen auf die Schulter und in den Tempel rein. Ja. Der Tempel erinnert dich an nichts, was du aus dem Mittelreich kennst oder auch aus Al-Anfa. Du siehst hier verschiedene Opfergaben, die hier eigentlich gar nicht hinzupassen scheinen, aber wenn du dich ein bisschen orientiert hast, du kannst wohl sehen, wie gerade in einer Ecke ein paar, na, Novadis sind das nicht, es sind wohl Ferkiner, die hier gerade Ziegen und Schafe opfern und das Blut dann an Pereine spenden. Einer der Geweihten kommt auf dich zu, eine Geweihtin, die wohl auch verschleiert ist, nimmt dann erstmal den grünen Schleier ab. Ah, nein, nicht schon wieder. Ah, sind sie wieder durch die Stadt geritten, das erkenne ich sofort. Man sollte ihnen einfach dafür den Kopf abschneiden. Gebt her, gebt her. Ihr seid eine sehr vernünftige Frau. Ja, gebt her den Jungen oder legt ihn am besten dort auf die Liege. Ah, ich hasse Novadis. Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Das ist eine wirklich schlimme Menschengattung. Habt ihr sie getötet? Ja, ich hatte leider keine Zeit. Ich muss mich gerade um wichtigere Dinge kümmern. Ach, Basaltfaust. Ist gut, dass man sieht ja euch nicht oft hier, aber man wünscht sich teilweise die Diamanten in Sultanate wieder zurück. Ja, wenn da keine Novadis waren, waren das bestimmt bessere Zeiten. Setzt euch. Wollt ihr etwas Naschwerk? Oh, ich muss eigentlich wieder los. Ich habe draußen einen Reitbären stehen lassen und Ja. Chor oder Rasrak? Na, Chor natürlich. Okay. Mal, ich dreh mich mal um und zeige meinen Umhang hier vom Panther. Der Panther. Ja, okay. Dann Rahandra mit euch und Fex und Chor. Ja, wisst ihr vielleicht, ich verliere meine Führer hier ständig, wie ich zum Raya-Tempel komme. Zum Raya-Tempel, von Yoltopas müsst ihr nach, ich sollte Al-Gharethia meiden, die Freistadt, da wimmelt das von Dieben. Wenn ihr nicht nach Kashal Angra wollt, bleibt am besten oberirdisch. Das solltet ihr schon schaffen, ihr seid groß genug. Steigt am besten auf die Häuser drauf und dann solltet ihr von Hausdach zu Hausdach. Nicht, dass ihr, wenn ihr runterfallt, habt ihr ein Problem. Da werden euch die Zwerge sicherlich hinrichten. Da müsst ihr nach Mantrapat. Das ist von hier aus im Nordwesten. Und wenn ihr direkt am Flussufer steht, dort werdet ihr, naja, ihr könnt sicherlich jetzt auch nicht die Brücken benutzen, da werden sie euch auch die Brücke runterstoßen. Oder seid ihr geladen von der Chorkirche? Wahrscheinlich nicht. Nö, aber die werden mich schon willkommen heißen. Ja, gehe ich stark von aus. Klettert am besten auf die, ihr solltet über die Häuser laufen. Kashal Angra, also einfach von hier aus in Richtung Nordwesten. An den beiden Lukan Reitern vorbei. Ich habe einen Reitbären dabei, der 2 Meter groß ist. Der kann jetzt zwar ganz gut klettern, ist aber kein Stadtkletterbär. Ich bräuchte schon eine Bodenverbindung. Nee, da sind sicherlich irgendwelche Holzbrücken gelegt. Die Dorfbewohner oder die anderen werden ja sicherlich auch über die Städte gehen, wenn sie dann irgendwann nach Kashal Angra müssen. Ich weiß nicht mal, was Kashal Angra ist, aber das ist mir echt egal. Ich springe hier nicht über irgendwelche Häuser. Naja, dann lasst euch nicht überfallen. Vor allem die Taschendiebe. Ihr solltet aufpassen am Arvis-Tempel. Das sind ganz gewitzte. Und lasst euch nicht in eine der Teestuben lotsen. Die sind besonders gefährlich. Am Burj Al Asra müsst ihr dann nach links. Das ist der Nandos-Tempel. Viel Erfolg. Avesha mit euch. Kann man hier einen von euren, was auch immer die da vorne machen, mitnehmen, damit ihr mir den Weg zeigt? 5 Silber, dann gebe ich euch einen mit. Ja, 5 Silber sind es. Kann ich mir selber einen aussuchen? Ja, der wird euch schon führen. Und er schneidet euch auch nicht die Kehle durch. Dafür bürgen wir zumindest. Ja, hier nimm den, der da gerade der Ziege den Kopf abgeschnitten hat. Der sieht doch sympathisch aus. Ja, das ist wohl sicher auch einer der Jack Khalil. Die wissen auch, wie man zum Raya-Tempel kommt. Ja.
Wunderbar, dann du da! Du führst mich zum Raya-Tempel. Ich würde der Frau die 5 Silber geben. War eine Freude, euch kennenzulernen. Wenn ihr mal was gegen die Novadis unternehmt, sagt mir Bescheid. Ja, wenn ihr einen in der Stadt trefft, in Yol-Rashtula solltet ihr es am besten nicht tun, aber in Shaddai oder so, schneidet ihn einfach den Kopf ab. Bereine mit euch. Ja, bereine auch mit euch. Und meidet die Praios-Geweihten. Ja, das ist eine sehr vernünftige Frau. Die sollten überall im Mittelreich so sein. Der Ferkina spricht auch auf Tudamidia, das ist ein komischer Akzent. Willst du ein bisschen zitterbar? Nee. Für den Weg. Vielleicht kommen wir später nochmal darauf zurück. Ich muss erstmal im Chortempel vorstellig werden. Wäre ja unhöflich. Ist das ein Esel? Das ist ein Bär, du Arschloch. Mira, er zuckt mit den Schultern. Du kannst da nichts für. Der Mann ist ganz offensichtlich zurückgeblieben und ein mieser Wichser. Du bist ein ganz braves Tier, Mira. Sie ist ein gutes Tier. Ich würde mich auf meinen Bär setzen. Los, lauf! So kannst du den Weg durch die Freistadt gehen. Würfel mal eine Sinnschärfeprobe tasten. Ich sitze auf einem 2 Meter großen Bären, ne? Ja, das ist denen egal. Okay. Ich erschwere die Taschendiebstahlprobe, aber bei 6 Punkten. Ach komm, ich würfel mal. Ich würfel auf die 13 mit einem Taschendiebstahlwert von, sagen wir, 10. Ja, das gewinne ich. Das gewinnst du. Ja, du merkst, wie wohl. Es ist ein dichtes Gedränge und Geschiebe und plötzlich tauchen dann 2, 3. Ist das ein Praios-Geweihter? Bist du nicht ganz sicher, er trägt zumindest so ein goldenes Ornat und plötzlich sind 2, 3 andere Pferde mit dir neben dir, die wohl auch reiten und ja, sie reiten einfach neben dir, es ist ein dichtes Gedränge und dann kannst du erkennen, wie sich wohl einer der Leute schiebt sich so ein bisschen in deine Satteltasche, die du bei Mira angebracht hast. Ja, ich würde den Mann greifen und von seinem Pferd reißen und einfach auf den Boden klatschen. Ja, Raufenprobe. Ja, natürlich. Ja, du ziehst und zerrst und er ist überrascht, hat jetzt auch gerade noch die Hand in deiner Tasche, sodass er sich da nicht abwehren kann und ziehst ihn einfach runter, er verschwindet unter den gewaltigen Tatzen von Mira, es gibt ein Knirschen, ein Knacken und ja, ein Humpeln von deinem Bär. Die anderen kannst du erkennen, es waren 2, 3, die jetzt neben dir waren, ziehen wohl ihre Waffen und knurren dich an. Na, will sich jemand mit den Söhnen des Mitleidlosen anlegen? Verpisst euch hier, Hunde! Für Praios! Ja, ich bringe euch auch alle um, wenn nötig. Ja, sie ziehen ihre Waffen und greifen nicht an. Ja, ich ziehe auch. Ja. Ja, ich gebe ihnen mal eine 17. Dann sind sie unter dir. Du darfst vorziehen. Ja, ich habe einen Reitbären. Wie viele sind das? Wie 2 Stück aktuell. Also den dritten hast du runtergezogen und 2 Stück sind noch neben dir, beide auf der linken Seite aktuell. Ja, die kriegst du mit dem Schlagring in die Fresse. Okay, also nicht irgendwelche anderen. Gut, du kannst einfach mal einmal vorziehen, der andere würde vorher noch zuhauen. Ja, ich will mich jetzt da nicht auf fette Schlägerei mit denen einlassen. Die kriegen einfach einmal den Schlagring ab und dann fertig. Ja. Dann bekommst du 12 TP von dem Schwert in deinen Oberarm oder sowas. In den Schwertarm. In den Schwertarm, ja. Schlägst einem irgendwie die Zähne aus, der bricht dann auch unter seinem Pferd zusammen. Der zweite kann dann ebenso zuhacken und schlägt dir dann sein Schwert in den Schwertarm. 12 TP, wie viel Schadenspunkte bekommst du? 5. 5, alles klar. Dann kannst du den zweiten auch vom Pferd runterholen. Würfel mal eine Raufenprobe. Jo. Das ist kein Problem. Gut, ja, dann kannst du ein zweites Mal zuschlagen. Brichst ihm wohl die Zähne ins Innere. Und der Ferkina wird einfach nur lachen. Ja, es hört sich wieder an wie so ein Ziegengemecker. Und
Während du den Rest durch Algaretia reitest, nach Mantrabad, wo die Stadt wirklich sehr dunkel und sinister wird, könntest du dann bemerken, wie dein Oberarm anfängt zu brennen. Oh, die Hunde haben mich vergiftet. Oh, das ist schlecht für mich. Ja, auf der rechten Seite kannst du noch eine riesige Arena erkennen, weitere Reiter, die durch die Straßen preschen, aber hier ist es dann wohl auch breit genug. Die Hauptstraße ist zwar auch über und über mit Zelten und irgendwelchen anderen Bauten aufgebaut, sodass sie schmaler wird, aber du kannst denen dann auch ausweichen. Mittlerweile weißt du ja, dass hier mitten in der Stadt auch Reiten geübt wird. Es sind nicht nur Novadis, du kannst auch noch andere Leute erkennen, die hier gerade auf ihren Pferden durch die Stadt reiten, unter anderem auch Beilunker Reiter, die hier gerade versuchen, für die Murakalkira-Arena zu üben. Und dann erreichst du mit Hilfe deines Führers den Raya-Tempel, der phallusförmig vor dir sich öffnet. Oh, wunderbar. Ihr habt euch wohl gut verabredet. Du siehst, wie das sind vier Gestalten, die davor stehen und sich die Statuen betrachten. Einer davon ist zwergengroß. Oh, da würde ich mal drauf zureiten. Mein Boltax ist ja auch zwergengroß. Erkenne ich denn die Herren und Damen? Ja, du erkennst sie. Oh, fantastisch. Und da, Praios, wie er mit einem Greifen. Ja, Lan, das musst du dir angucken. Schau mal. Was steht hier drunter? Ukuris erscheinen. Ah. Okay. Ich bin nicht sicher, dass es so hergegangen ist. Ich wusste nicht, dass eure Mythologie so durchsetzt ist von, naja. Oh, oh. Und ich denke, das ist eher der Raya geprägte Ausdruck von, um Himmels Willen. Oh, Mira, jetzt halt doch an, du willst doch nicht den Boltax so überreiten. Oh, oh. Ah. Oh, da seid ihr. Auf ihn. Oh, ihr seid ja gar nicht gewachsen. Aber Mira ist gewachsen. Uiuiui. Natürlich ist Mira gewachsen. Ja, ja, und wie sie gewachsen ist. Und wie sie gewachsen ist. Oh, Mira, bist du gewachsen? Ja. Ist so. Sicher, dass du ihr so unterm Kinn kraulen solltest? Vielleicht schnappt sie gleich noch. Oh, Mira ist ein ganz braves Mädchen. Ja, ich hab da überhaupt keine Sorge. Richtig. Ja. Schon als sie so groß war. Also. Ja, Raphim, mittlerweile kannst du deinen Arm auch nicht mehr heben, den Schwertarm. Ja, ich wurde übrigens vergiftet. Ah, du auch? Was, wie? Ja, irgendwie so ein Priotenwichser hat mich vergiftet. Also wirklich, Raphim, ich muss dich doch sehr bitten. Ich glaube nicht, dass Prioten Leute vergiften würden. Warum? Also er hat's getan. Kann sich mal jemand von euch das angucken? Am besten Abelmir, er kennt sich damit am besten aus. Ich bin nicht sicher, ob das jetzt eine gute Idee wäre. Ich fühle mich selber etwas schwummerig. Na gut, ich werde einfach beschreiben, was ich sehe und du überlegst dir mal, was es sein könnte. Raphim, gib mal den Arm her. Ja, du kannst erkennen, wie sich wohl die Wundränder gelblich verfärbt haben und sich das Fleisch so ein bisschen in den Größe zurückgezogen hat. Heilkundgift! Oder Tierkunde abgeleitet.